Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin Kelvin. Und wir haben heute vor, für 24 Stunden bei McDonald's zu essen. Das bedeutet Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Zwischensnacks, also rund um die Uhr nur McDonald's futtern. Genau, wir müssen den ganzen Tag uns voll mit Mc's stopfen. Genau. 24 Stunden lang, wir sind gerade aufgestanden. 9.33 Uhr, für uns beginnt jetzt der Tag. Wir waren gestern lange wach, deswegen wir hatten jetzt nur 5 Stunden Schlaf oder so, aber egal. Und wir sind knapp dran, das Frühstücksmenü geht nur bis 10.30 Uhr, wir haben jetzt 9.30 Uhr, das heißt, wir müssen jetzt komplett frühstücken. Ja, das wollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Genau, danach gehen wir dann noch ins Fitnessstudio. Ah ja, genau, danach ins Gym. Deswegen müssen wir jetzt erstmal reinhauen, dann chillen wir da noch ein bisschen. Genau, ja, wir essen, verdauen und dann ab ins Gym. Yes. Leute, ihr merkt schon, seit jetzt 7 Tagen oder so sind wir jeden Tag am Uploaden. Wir versuchen jetzt echt wieder richtig krass durchzuziehen, also jeden Tag, dass echt jeden Tag ein Video kommt. Ja, Mann. Und Leute, wenn wir mal kein Video, also falls wir mal kein Video machen am Tag, tretet uns ruhig in den Arsch und sagt uns auf Insta oder so, ey, warum kam heute kein Video und so, voll schade, weil das motiviert uns immer. Auf jeden Fall. Weil dann denken wir, scheiße. So. Aber auch wenn ihr nichts schreiben würdet, wir hätten immer schlecht gewissen, weil es muss immer was kommen. Genau, wir haben wieder auch nochmal einen riesen Dankeschön an alle, die echt regelmäßig einschalten, beziehungsweise jeden Tag einschalten, dann wir hochladen. Richtig geil. Also das treibt uns an, motiviert uns. Wenn ihr immer am Start seid, sind wir auch immer am Start. Ja, man gibt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch für mehr so 24-Stunden-Videos oder Ein-Tag-Videos. Yes. Ja, ich würde sagen, jetzt ab zu Mc's. Lego. So Leute, da ist Mc's. Ab rechts rein. Das ist der erste Mc's für heute. Wir setzen uns rein, würde ich sagen. Wir haben ja Zeit. Genau, wir haben ja Zeit. Hoffe, es ist schön leer. Ganz entspannt hier. Und ja, jetzt erstmal ist schön leer. So Leute, wir sitzen jetzt schon hier. Auf jeden Fall erstmal 2 Cappuccinos am Start. Schön schaumig. Yes. Also muss ich immer wieder sagen, sehr, sehr, sehr schaumig. So muss es sein. Und Butter, Leute. Wir haben uns Butter und Cappuccinos bestellt. Das ist unsere erste Mahlzeit. Yeah. Let's go. Leute, wir machen jetzt erstmal eine Schaumprobe. Fein schmeckt. Sehr, sehr schaumig. Boah, wie dick der Schaum ist, ne? Prost, yo, Prost. Als würde man Schnee trinken. Guten Morgen. Leute, seht ihr hier hinter Kelvin Gitterpommes und ich glaube ein neuer Burger. Heute wird einiges getestet. Okay, wenn wir jetzt schon den ganzen Tag können wir alles. Vor allem, es gibt auch diesen neuen Pizza-Mac und so, wollte ich schon immer mal probieren. Ach, stimmt, den gibt's ja auch noch. Alter. Ja. Also heute wird mal alles durchprobiert, Leute. Ja, heute dann komplett kleines eskalieren. Experiment. Und Leute, wenn wir mal 24 Stunden nur Burger King essen machen sollen, gebt einen fetten Daumen hoch. Leute. Dann kommt das, dann sehen wir euch, gefällt sowas. Ja, Mann. Viele denken bestimmt, es ist gar keine krasse Challenge. Für viele ist das bestimmt ganz normal, jeden Tag so zu essen. Ja, Mann. Aber ja, für uns ist es halt nicht normal, weil wir halt sehr fitnessbewusst sind, sag ich mal. Wir achten ja jetzt, aber wir achten schon so ein bisschen auf unsere Ernährung. Genau, das meine ich komplett. Bei Fitness ist jetzt Mc's nicht das Beste. Ja, Mann. Aber ja, heute wird reingehauen, heute ist so ein Cheat Day auf jeden Fall. Frühstück ist gerade angekommen, Leute. Bacon mit Ei. Auch chillig. Und hier sind noch diese McMuffin Fresh Chicken. Die seht ihr gleich jetzt noch. Yes. Wird ausgepackt, alles vorbereitet, dann wird reingehauen. Oh, voll vergessen zu filmen. Leute, wir haben jetzt einfach gerade reingehauen, Mann. Was geht ab bei uns? Na, Mann, das Ei ist komplett versalzen heute. Extrem salzig. Jetzt esse ich mal einen schönen Burger. Ich schneide das Ding hier noch weg und dann esse ich auch mal einen Burger. Boah, der sieht geil aus. Fresh Chicken, da ist noch schöne Tomate drin, Käse und so. Gönnen. So, hat's dir geschmeckt? Ja, hol mal bitte servierten. Junge! Ich hab alles voll. Das ist voll weit weg jetzt. Ey, Schnick, Schnack, Schluck. Komm. Regelt alles, Mann. Schnick, Schnack, Schluck. Bam, hol das selber. Geh mal rein. Hol noch diesen Mac Schoko, du Haufen. Da bist du endlich, Junge. 2? Heiß und fettig. Ich dachte nur 1, Junge, zum Teilen. Ja. Hab dann doch aus Versehen das Reflex 2 genommen. Oh, das wird hart. Das Alter. Wird hart, Leute. Zeig mal, was du da hast. Und? Komm mal raus, mach mal auf Leute, hier. Guck dir das an. Oh, shit. Heiß und fettig. Ey, so krass sieht das jetzt aber doch nicht aus. So reingeschüttet, so reingeklatscht. Egal, wir probieren mal. Könnte man auch selbst machen, glaube ich. Ja. Aber naja, hier hat eigentlich einer gereicht. Aber. Beiß mal rein. Ah. Heiß, Alter, boah. Heiß. Das ist ja auch probiert. Mhm. Ja. Aber jetzt ist es besonders, Digga. Also geht, Digga. Schon lecker, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah. Boah, scheiße, komm mal hier. Hättest du mitgenommen, Junge. Mhm. Naja, geht echt so. Ist jetzt nicht der Burner. Naja. Also das war es echt nicht wert, ey. Mhm. Okay, wir verdauen jetzt noch ein bisschen, trinken Cappuccino und dann geht's ab ins Gym. Ja.
Alter Schwede, ey. Hartes Rennen gehabt. War hart, ne? Boah, das war sehr hart, Mann. Das war sehr so, hart. Und jetzt? Jetzt überlegen wir, was wir für heute drehen. Ja, Mann, wir brauchen noch ein Video für heute. Genau, wir haben leider nicht vorgedreht gestern. Genau. Deswegen überlegen wir jetzt und dann, ja, sehen wir uns irgendwann wieder. Mit einer neuen Idee. Let's go! Ups. Hey. Kennt ihr diese glibbrigen Bälle hier noch? Ja, Mann. Kindheit? Vor allem, wenn die aufplatzt, dann kommt immer so ein ekelhaftes Zeug raus. Richtig witzig. Richtig zum Abreagieren. Die riechen immer gleich. Mhm. Ja, die wollen schon mal wieder komm her. Dicke Bazillen, Junge. Oh, da vorne ist der nächste Meckes. Wir haben jetzt gerade die Videosachen gekauft. Hast du Bock direkt mal auf ein kleines Eis oder so? Oh, ein kleines Eis geht eigentlich immer. Komm, McDrive mal kurz hier, dann Meckes mal eben was abholen. Ich nehme, glaube ich, einen McFlurry Smarty. Was nimmst du? Ich nehme einen McSundae. Ich habe jetzt nicht so großen. Boah, diese Chicken Filet Bites gibt es hier. Boah, die werden nachher. Die kommen dann zum Mittag, ne? Zum Mittagessen werden die sich gegönnt auf jeden Fall. Guten Tag, ein McFlurry Smarties bitte und ein McSundae ohne Soße. Dankeschön. So, Leute, hört mal reingehauen, ne? Prost, Jung. Prost, Jung. Mmh. Boah. Direkt. Richtig geil. Ich liebe das ohne Soße, ne? Aber Karamell ist auch lecker. Entweder ohne Soße oder Karamell. Oder Smarties am besten, aber es war mir jetzt zu viel. Ihr seid der Kind, dann esse ich nur dieses Smarties. Ich hab mal sogar einmal so eins mit Soße probiert, aber war nichts für mich. Ich habe mir gedacht, am Ende können wir mal gucken, wie viel Kalorien wir heute zu uns genommen haben mit dem ganzen Mac-Zeug. Das ist eine gute Idee. Also sonst esse ich immer so 2500 Kalorien am Tag, circa. Bei mir auch so 2500. Ne? Dann gucken wir mal heute, wie viel wir insgesamt zu uns genommen haben. Bestimmt richtig über das Ziel hinaus. Ja. So Leute, wir haben jetzt gleich schon 14 Uhr. Wir haben gerade das Knicklicht-Experiment gedreht noch. Das schneide ich jetzt. Das kommt auch direkt dann online. Und ja, ich war jetzt gerade nur duschen. Ich würde sagen, nach dem Schneiden, ich krieg schon langsam wieder Hunger. Bei Mackis kriegt man ja immer nach einer Stunde direkt Hunger. Ich würde sagen, nachdem ich fertig geschnitten habe, frage ich mal Calvin, wie es aussieht. Und dann wird Mittag gegessen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, 3:30 und ja, ich guck mal, wie es bei Calvin aussieht. Ich habe auch krassen Hunger. Du hast auch Hunger? Ich habe übelst Hunger. Ja, ich auch. Wir haben noch nicht so viel gegessen. Ja, so, jetzt wird erstmal dick reingehauen im Mittagessen, würde ich sagen. Bock auf Pommes, auf einen schönen festen Burger. Ab zu Meckes! So, wir sind jetzt hier wieder am Meckes, wo wir eben das Eis geholt haben. Würde ich mal sagen, auf eine zweite Runde in diesem Meckes Store. Yes, da wir nachher noch Bilder machen wollen, holen wir uns jetzt erstmal die Beute und gehen dann da an den Platz, wo wir die Bilder machen wollen, an ein ruhiges Plätzchen und essen da erstmal entspannt. Draußen entspannt. Genau, auf chillig. Boah, auf jeden Fall diese Chicken Filet Bites. Sollen wir uns die teilen? Die sind richtig groß, Alter. Ja, okay. Wir brauchen unser Eiweiß. Ja gut, wir müssen auf unser Eiweiß kommen. Und diesen neuen da, so zum Probieren. Hier sollen wir den neuen nehmen. Stars of America, zweimal Menü. Das ist aber ein Gitter Pommes. Das ist ja noch ein anderer. Ne? Ja. Einmal den Double Steakhouse, zweimal im Menü. Genau, mit normalen Pommes. Süß-sauer, zweimal. Und noch zweimal Fünfer Chicken Filet Stripes. Zweimal Fünfer, ja? Genau. 28,96 am 2. Fenster. Alles klar. Leute, wir haben unsere Beute hier am Start. Jetzt geht's erstmal ab zum Platz. Yes. Schön draußen werden wir das Teil hier genießen, Mann. Die fetten Burger und die Pommes. Ja, würde ich mal sagen, wir machen es gleich. Wir haben uns hier hingepflanzt, ganz friedlich. Leute, wir haben einfach die Fotokamera vergessen. Wir wollten ja hauptsächlich hier Fotos machen noch. Ja, müssen wir gleich noch schnell holen, egal, wir essen erstmal. Genau, war jetzt ärgerlich, aber da haben wir uns gedacht, ach, wir haben noch gut geiles Essen hier. Ja, Mann, erstmal reinhauen. Was haben wir hier alles? Ey, diese Pommes einfach nur. Die Pommes sind so krank, ne? Einfach diese normalen. Wenn ich mich schon abschieße mit Mackis, dann boah, einfach rein. No. Okay, und diesen neuen Burger. Oh ja, kurzes Pack-Opening. Achso, das sind, sind die Filet-Bites. Was ist das? Oh, da ist er. Oh, da ist er. Geil, Alter. Und? Double Steakhouse, müsste schmecken. Oh, sieht aus, ja, mit Salat ein bisschen. Ja. Entspannt aus hier. Oh, Zwiebeln, rote Zwiebeln. Okay. Ja, okay, kann ich das ja, nicht okay. Da ist auf jeden Fall noch irgendwie Bacon drauf und so. Den nehme ich dann, den habe ich jetzt gerade schön angepackt. Na, Mann, mach mal einen Biss, komm. Boah. Gut oder nicht? Die Soße? Ne? Ja. Anders. Das ist die geilste Soße, aber er ist genüsslich. Okay. Dann kann man essen. Auf jeden Fall, vor allem wenn man Hunger hat. Oh, alles klar. Ja, dann hauen wir jetzt rein, würde ich sagen. Boah, Leute, dieser Filetbeid ist zu krass. Was brauchst du die Sauersoße, Alter? Rein dippen. Und. Boah. Boah.
Das sind die besten Sachen, wenn man relativ clean essen will, ist das das Beste, weil es hat auch noch viel Eiweiß. Aber auch das Beste, das Beste. Und ist lecker. Boah, einfach geil. Leute, wir sind gerade auf dem Weg, die Kamera zu holen, mit der wir Bilder machen wollen. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir einfach beide richtig müde geworden sind. Ja, jetzt so ein Nickerchen. Ich weiß nicht, ob das an Mc's liegt. Okay, wir haben noch nicht viel geschlafen, aber, ja, aber plus nochmal so Fast Food, dann wird man immer richtig müde, finde ich. Ja, Mann, habe ich auch schon mal gehört und kann ich jetzt gerade noch so bestätigen, ja, wenn es daran liegt. Am besten bleiben wir wach, damit wir unseren Schlafrhythmus jetzt nicht genau machen. Genau. So, Leute, wir haben jetzt gerade geile Fotos gemacht. Bin zufrieden auf jeden Fall. Ich dachte mal, wäre ein alter Lehrer von mir. War das ein Lehrer von mir? Nee, ich dachte. Also, das wäre es jetzt noch gewesen. Ja, auf jeden Fall so eine geile Location hier. Ist so ein japanischer Garten hier. Wo ja, ist auch nochmal schön hier. Richtig geil, Mann. Also hier werden wir sogar öfter mal Bilder machen. Ja, ne? Auf jeden. Geile Location. Und ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit Bilder machen. Coole Bilder gemacht. Seht ihr auch bald auf Instagram. Könnt ihr gerne mal abchecken. Calvin Fitti und Morfit. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, wie immer. Und ja, jetzt gehen wir wieder zum Auto. Ja. Und dann nach Hause. Jetzt die Bilder bearbeiten, hochladen. Genau. Dann chillen und dann irgendwann Abendessen. Dann Abendessen bei McDonald's, Mann. Yes, wer hätte es gedacht. Ja, Mann. Vielleicht machen wir heute noch ein krasses Video, so ein Ritualvideo. Oh dann, ja. Weil das macht man genau um Mitternacht, dann müssen wir wach bleiben. Vielleicht knallen wir genau uns mal kaputt. Genau, jetzt bald ist Halloween, jetzt kommen, können wieder Gruselvideos kommen. Ja, Mann. Und ja, das Wetter ist übrigens mega geil. Ja, Mann. Und ab zum Auto. Leute, das Struggle is real und zwar, zeig's mal den Leuten hier. Und ich bin dick auf Tankreserve und noch ein Balken. Wir sind ja schon viel gefahren. Vor allem beim AMG hat man dann ein bisschen Schiss, dass wir einfach stehen bleiben. Weil der mehr schluckt, ne? So, aber jetzt mal direkt zur Tanke, genau, müssen wir noch schaffen, ne? Das sind ja so circa ja, 6 Minuten, passt schon. Das schaffen wir schon. Kriegen wir hin auf jeden Fall. Leute, mittlerweile schon hier. Wie viel haben wir? 20.53 Uhr. Erstmal ein Snack jetzt. Auf jeden Fall, meine Freundin müsste jeden Augenblick kommen und dann müssen wir uns das Essen bringen. Weil sie hat es netterweise mitgebracht, hat wirklich geschrieben. Maggis. Gib wieder ein paar Stripes. Jetzt werden wir wieder Hunger. Oh. Ja. Ja, yeah. Nice, Mann, danke. Das haben wir noch geholt. Ah, Chicken Stripes, ne? Ah, lecker. Boah, die sind so geil. Boah, die Soße hier. Die wieder, mit süß-sauer, ich könnte die ganzen Tag essen. Boah, die sind richtig heiß noch. Boah, sind die warm. So, die mit süß-sauer, Leute. Dein Gedicht. Wirklich. Wir gönnen dir zwei Packungen. Boah, danke, Mann, danke. Und ja, nachher, ich würde sagen, nachts gehen wir auch nochmal. Schön nochmal noch fett essen. Mitternachtssnack. Da gehen wir nochmal rein, das ist eh schön leer. Ja, Mann. Boah, komm, nimm noch einen. Boah, kurz die Kamera, Leute. Komm. Hört euch das an, wie das jetzt cruncht. So kross und knackig. Moment. Boah. Boah. Die sind echt geil, Mann. Mm. Nice. Okay, mach einen Abgang. ASMR. Mach einen Abgang. Leute. Zeit für einen Mitternachtssnack. Oh ja. Wir haben jetzt 0.13 Uhr und jetzt wird unser letzter Mc's-Gang für heute, würde ich sagen. Ich bin auch gespannt auf diese Brownie-Theke, da, wo es Brownie ist. Ich hab Bock auf so, ja, Mc-Café, diese Süßes, genau. Bisschen Süßes. Wenn schon, denn schon, das nochmal auskosten. Irgendwas Herzhaftes, dann was Süßes reinknallen. Genau. Aber man wird, also, man hat, okay, wir haben zwar viel gegessen, aber man hat immer schnell Hunger bekommen. Ja, das Krasse ist, ne? Das ist der Nachteil an Junkfood, ja, dass man dann immer zu, wenn man immer wieder fressen kann. Immer wieder Hunger, das ist krass. Man realisiert, wie viele Kalorien man aufnimmt. Ja, du kannst die ganze Zeit weiter essen. Das stimmt echt. Okay, ab geht's. Let's go. Leute, ihr seht's da hinten. Mc's. Das gelbe Zeichen. Ist der letzte Gang für heute. Ja, man, dann mache ich auf die Scheiße gehauen. Und nochmal eskalieren hier. Ich hoffe, es ist leer. Ist ja unter der Woche. Mhm. 9:25 Uhr. Ja, chillig. Oh, nichts ja, los, oder? Alter. Ey, das hab ich. Hey, machen die jetzt einen auf Ben & Jerry oder? Ja, Mann, Cookie Dough. Schoko und Apfelzimt. Aber weißt du, wo ich jetzt schon miesen habe? Die werden bestimmt sagen, die Eismaschine ist abgestellt. Ja, ja. Egal. Wir versuchen zu bekommen. Aber ich denke mal, hier Cookie Dough frage ich mal nach. Ja. So, Leute, wir haben jetzt hier unseren letzten Snack, Mann. Einmal Pommes. Gitterpommes. Gitterpommes. Was das? Double Chicken Burger, hat ich auch noch nie gegessen. Hast hier noch so eine Kräutersoße, ne? Ja. Leute, hier nochmal was ganz anderes. Cappuccino. Ja, Mann. Nutella Muffin, Blaubeer Muffin und Käsekuchen. Ja, Mann, das ist mies weggehauen, Leute. Leute, Double Chicken Burger habe ich noch nie gegessen. So neu? Ja, mit Tomaten und so, ist wie dieser Frühstücksburger. Probier mal. So normal geschmacklich oder schmeckt geil. Fast wie dieser Fresh Chicken. Ja, läuft mal. So, Leute, das muss man eins sagen, Leute, ne?
Wir haben ja, das ist der einzige Platz, wo ja nichts dran ist. Überall ist, ist es schmierig und so. Mhm. Das ist echt widerlich. Ich hasse eigentlich mich hier in den Lecks reinzusetzen. Überall ist ja Gist dran. Also ich frage mich echt, ob die hier putzen. Abartig eigentlich. Aber egal, für die Challenge. Aber das schmeckt mal. Was? Super. Kann der was? Oder geht? Ja, ist okay. So, Käsekuchen. Schön, ne? Schöne Würstchen. Irgendwie schmeckt der so tot und abgestanden, ne? Nach Erdbeer. Alter, das reicht. Ganz durch Aroma. Schmeckt nach Erdbeer. Leute, ich merke gerade, ich komme an meine Grenzen. Ich habe mir eigentlich jetzt vorgenommen, die noch wegzuhauen, aber ich kann gerade einfach nicht mehr. Mein Magen macht einfach komplett zu. Probier mal den Blaubeermuffin. Ja, boah. Blaubeermuffins sind immer gut irgendwie. Ja. Ich finde lecker. Lecker. Ja. Mach mal lieber was mit falsch, ne? Wir wollten ja eigentlich diesen McFlurry holen, aber ging leider nicht. Eismaschine war mal wieder kaputt. Ja, irgendwie immer, ne? Oder ist das nachts? Ja, vor allem nachts. Ja, die haben aber keinen Bock, die sauber zu machen. Auf Ausrede, so. Die sagen immer so, naja, nee. Okay, ich bin jetzt auch satt, ich kann nicht mehr. Käsekuchen noch ein bisschen die Creme gegessen. Ja, boah, Leute. Hier alles gekillt. Ich kill den Cappuccino auf jeden Fall noch, schön ja, zum Verdauen. Den noch schön reinziehen. Und das war's dann auch schon mit den 24 Stunden McDis. Was dann Fazit dazu? Also, also, für, also ich finde ab und zu, wenn man mal Bock hat auf Mc's, kann man machen. Ganzen Tag, ich finde es einfach nur ganz. Ganzen Tag ist schon ekelhaft. Also wirklich, ich fühle mich echt scheiße. Ja, ist auch. Und die ganze Zeit müde und hungrig. Ja, einfach nur ungesund. Mhm. Keine Ballaststoffe. Leute, macht es nicht nach. Ab und zu kann man sich das gönnen auf jeden Fall. Ja, aber nicht den ganzen Tag. Ist ja auch kein Genuss. Ja, nur ab und zu mal, dann ist auch gut. So, mittlerweile 1 Uhr. Wir sind auf jeden Fall durch. Also wir haben ja um 9 Uhr angefangen, ne? Ja, genau. Wir schlafen ja auch bis 9 Uhr, dann sind die 24 Stunden vorbei, also wir essen ja eh jetzt nichts mehr. Genau. Ja, Leute, das war 24 Stunden Mc's Essen. Wenn wir das mal bei Burger King oder so machen sollen, gebt einen fetten Daumen hoch, dann machen wir das mal. Ansonsten könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram, einmal hier Marfit und hier Calvin Fitti. Folgt der Seite, bevor es stand. Yes. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch ab. Erster Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid, geile Hoodies. Ich trage gerade die Hoodies, ja, was auch immer. Checkt's ab. Und noch schöne Grüße an B-Senior Band. Danke dafür. Wenn ihr auch mal zu Grüß werden wollt, müsst ihr das einfach nur abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn ihr das Video hochgeladen habt. Geiler Subs. Yes. Das schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, damit ihr auch sehen, ob die Glocke aktiviert. Genau, mit Mr. Little Bad Machine wieder und grüßen euch. Also, wir sagen, bis morgen. Peace.